Hallo ihr Lieben, heute möchte ich mit euch von den My Little Ponys den Rainbow Dash machen. Alles, was ihr für Rainbow Dash benötigt, wären 588 hellblaue Bügelperlen, 20 weiße, 12 schwarze, 34 gelb, 89 orangene, 66 rote, 37 grün, 4 rosa, 39 lila und 2 dunkelblaue. Wir werden nun mit den Beinen beginnen und arbeiten uns hoch zu dem Kopf. Für die Beine benötigt ihr immer 4 von diesen Würfeln. Und diese werden nun einfach miteinander verklebt. Würfel auf Würfel. Und das Ganze macht ihr jetzt 4-mal. Das erste Bein ist fertig und jetzt noch 3-mal wiederholen. Wenn ihr nun 4 solche Beine habt, legt ihr diese erstmal beiseite. Nun wollen wir die Flügel machen. Dafür benötigt ihr diese Teile. Und los geht es, dass ihr auf den großen Streifen die äußeren 4 Perlen mit Leim beklebt. Nehmt euch einen kleinen Streifen und bringt 4 Perlen darauf, so dass 2 davon noch herausschauen. Das gleiche wird jetzt auf der anderen Seite gemacht. Auch wieder 4 Perlen rein. Mit den nächsten Streifen werden nur 3 Perlen aufeinander gebracht. Also die äußeren 3. Und darauf. Andere Seite das gleiche. Und nun habt ihr noch 2 Streifen und den letzten legen wir wieder so drauf, dass 4 Perlen aufeinander liegen. Also die äußeren 4
mit der anderen Seite das gleiche. Und immer gut andrücken. Somit wären unsere Flügel auch fertig. Jetzt wollen wir hinten den Schwanz machen. Dafür benötigt ihr diese Teile. Zuerst wollen wir dieses Stück auf das große Stück kleben. Also hier überall Leim drauf. Und in die Mitte von dem großen Stück bringen. Passt immer auf, dass ihr es richtig rum drauf bringt von den Farben. Dass die Farben immer übereinander liegen. Nun kommt dieser Streifen hier auf die Mitte. Nun werden zwei davon miteinander verklebt, beide in dieser Richtung. Und zwar müsst ihr nun das vordere Stück bekleben, den Würfel und die eine äußere Perle. Die vordere Reihe bleibt so. Dann nehmt ihr euch das andere Stück und bringt es darauf, so dass von unten noch eine Reihe darüber schaut. Das nächste Stück wird nun so rum darauf gebracht, so dass vorn wieder eine Reihe rausschaut. Ihr müsst nun nur diesen vorderen Würfel bekleben. Auf diesen Würfel. Und dieses Stück darauf. Das nächste Stück wird nun so rum darauf gebracht. Und zwar so, dass die vorderen beiden Perlen darüber schauen. Ihr könnt nun diesen hinteren Streifen bekleben. Und dann so darauf. Und jetzt kommt dieses Stück an dieses Stück. Dafür müsst ihr das große Stück vorn bündig ansetzen, dass es bündig mit dieser Reihe ist. Kommt es da auf die Mitte. Also ihr macht nun auf dieses ganze Stück und diese hintere Perle Leim. Es schaut nur die vordere äußere Perle darüber. Und so sollte euer Stück nun ausschauen. Somit wäre das Teil fertig. Legt es auch wieder beiseite. Nun geht es mit dem Körper weiter. Dafür werden diese Teile benötigt. Zuerst kommt dieser Rahmen auf dieses Stück. Wenn ihr das drauflegt und herumdreht, seht ihr,
dass die äußeren Stücke darüber schauen. Ihr könnt nun auf diesem Stück die äußeren Würfel bekleben und die äußere Reihe auf den Würfel und die äußere Reihe. Und nun diesen Rahmen bündig darauf bringen. Als nächstes folgt dieser Rahmen. Dieser wird so darauf gebracht, dass er hinten bündig ist und vorn eine Reihe darüber schaut. Ihr könnt nun dieses Stück alles bekleben. Und nun das Stück darauf. Rumdrehen zum Besseren. Andrücken. Nun folgt dieses Stück. Dieses setzt ihr so, dass die farbigen Perlen hinten sind. So vorne ist jetzt das Stück, was eine Reihe darüber schaut. Und so rum bringt ihr das nun drauf. Ihr macht jetzt wieder an den geklebten Stück, wieder Leim drauf. Das nächste Stück wird jetzt so darauf gebracht, dass die blaue Perle über der roten und der gelben sitzt. Ihr macht nun hier wieder den ganzen Rahmen mit Leim. Und setzt dieses Stück darauf. Wieder gut andrücken. Und somit wäre der Körper auch fertig. Jetzt geht es mit dem Kopf weiter. Legt das beiseite. Für den Kopf werden nun diese Teile benötigt. Ich habe hier Leim. Damit ihr es auch gut seht. So, diese Teile ergeben nun den ganzen Kopf. Zuerst wird nun das kleine Stück auf dieses Stück gebracht. Ich nehme die anderen mal beiseite. Dieses Stück wird nun so darunter gebracht, dass diese äußeren Perlen aufeinander sitzen und die hintere Reihe bündig sitzt. Also ihr macht nun auf diesem kleinen Stück Leim komplett, also auch auf eure äußeren Reihen, die einzelnen Perlen. Und nun das nächste Stück bündig mit der hintersten Reihe darauf. Seht ihr, die äußere rote hätte gar kein Leim gebraucht. War mein Fehler. Und jetzt andrücken. Und so schaut es jetzt aus. Als nächstes folgt nun dieses Stück. Hier liegt es wieder bündig an, hinten und vorn schauen die beiden Perlen raus. Ihr macht also jetzt den Rahmen mit Leim. Und die beiden einzelnen blauen
brauchen keinen Leim. Und darauf bringen. Herumdrehen, wieder zum besseren Andrücken. Das nächste Stück liegt auch wieder bündig darauf. Nun könnt ihr hier alles bekleben, auch vorn die einzelnen blauen. Die Nase sozusagen. Und jetzt darauf bringen. Wieder herumdrehen und gut andrücken. Auch die Nase. Das nächste Stück ist jetzt dieses. Und das rutscht jetzt eins nach hinten und schaut auch eine Reihe darüber. Ihr macht also jetzt hier überall Leim, außer auf diesen beiden blauen. Die Nase ist nun fertig. Und diese äußere gelbe Perle benötigt auch keinen Leim. Gut andrücken. Das nächste Stück liegt wieder genau auf, also alles bekleben. Und bündig darauf bringen. Andrücken. Überschüssigen Leim zwischendurch immer entfernen. Jetzt das nächste Stück liegt auch wieder bündig auf. Also wieder den ganzen Rahmen bekleben. Festdrücken. Jetzt folgt das Stück mit den Ohren. Ihr macht wieder hier überall Leim. Und darauf bringen. Und zum Schluss dieses Stück, das setzt ihr so, dass es hinten bündig ist. Beklebt also jetzt das Kleine. Und mit hinten bündig aufsetzen. Könnt auch wieder rumdrehen. Andrücken. So. Und somit wäre unser Kopf auch fertig. Wenn ihr das jetzt habt, nehmt ihr euch den Körper, dieses Stück, stellt es richtig vor euch hin, so dass die rote, orange und gelbe Perle nach links zeigt. Und der Kopf wird nun genau so drauf gesetzt, dass diese Perlen aufeinander liegen. So. Also beklebt ihr nun am unteren Kopf das Stück. Und setzt es nun bündig mit den farbigen Perlen darauf. So. Ordentlich andrücken. Und schon haben wir Kopf und Körper verbunden. Jetzt setzt ihr die Flügel daran. Die Flügel sitzen mittig darauf und so, dass die beiden dunkelblauen Perlen noch zu sehen sind. Es sitzt genau dahinter, Richtung Kopf.
Das setzt ihr so mittig darauf, dass unten rechts und links drei Perlen darüber schauen. Das heißt, ihr müsst nur auf den Körper diese beiden Reihen bekleben. Also hinter dem Dunkelblau die beiden Reihen, Leim drüber. Und nun das Stück so setzen, dass drei Perlen darüber schauen. Jetzt gut andrücken. So, schon sind die Flügel auch fest. Jetzt bringen wir die Beine ran. Die Beine sitzen genau in den Ecken auf diesen Viererwürfeln. So macht ihr nun einfach immer an die Ecken Leim und befestigt euer Bein daran. Aufpassen, dass es auch immer gerade sitzt. Beine sind nun auch fest. Und zum Schluss kommt noch das letzte Stück. Und das setzt ihr nun hinten gleich an den Flügeln ansetzen und in die Mitte, so dass rechts und links blaue Perlen noch frei sind. Also könnt ihr nun in der Mitte Leim darauf bringen. Einfach genau in die mittleren drei und auf dieser Seite rechts und links davon und nun das Stück darauf bringen. Gut andrücken. Und somit wäre euer Rainbow Dish fertig. Ich wünsche viel Spaß beim Nacharbeiten und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!